Jetzt können wir weitermachen. Was wir jetzt machen, das sind diese goldenen Teile mit blauen Perlen. Ich habe hier blaue Perlen verwendet, weil dann ist es einfacher, die beiden Teile miteinander zu verbinden. Dann sehe ich sofort, wo die Mitte ist. Um diese Elemente zu machen, brauchen wir zuerst 3 Perlen, dann 9 und 3. Bei mir noch dazwischen kommt eine blaue Perle. Hier ist sie. Das heißt, im Grunde genommen, hier sind nicht 3, sondern 4 Perlen. Und jetzt fangen wir an. Das, was ich jetzt bisher gesammelt habe, das sind diese 4 Perlen, durch die ich dann die Angelschnur führen werde. Und das ist der oberste Teil, das da. Jetzt mache ich auch das gleiche. Ich führe die Nadel von der anderen Seite und dann durch die 4 Perlen, also die letzte, das wird die blaue sein. Jetzt ist es eine Masche ohne Form, ohne nichts, aber wenn ich die ganze Reihe so mache, dann wird das so sein. Und so ist es gut, genau diese Anzahl von Perlen, weil sie ist ein bisschen enger und es ist einfacher, um dann später das Ei zu bedecken. Jetzt sammle ich 9, also diese Reihe, und dann noch diesen Teil. Das ist der zweite Teil, den ich brauche. Und jetzt ist das Schwierigste geblieben. Ich muss diese 2 Teile miteinander verbinden. Das heißt, der Abstand von diesen 2 Teilen ist immer unterschiedlich. Zum Beispiel die Seiten, wenn wir so schauen, die Seiten kommen näher zueinander. Und hier brauche ich zum Beispiel 4, 3 Perlen, um die beiden Seiten zu verbinden. Und oben, wenn wir schauen, oder unten, der Abstand ist viel größer. Das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wenn wir zum Beispiel von dieser Seite die beiden Teile so nah zueinander führen, dann müssen sie von der anderen Seite auch so nah zueinander sein. Das ist das Wichtigste. Was ich jetzt machen werde, ich verbinde die beiden Teile genau hier, wo diese blauen Perlen sind. Und ich schaue, wie viele Perlen ich brauche. Manchmal 3, 4 oder 5. Ich kann das nicht genau sagen, weil der Abstand ist unterschiedlich, man sieht es. Und bald zeige ich, wie weit ich bin und was ich schon geschafft habe. Ich möchte zeigen, wie weit ich schon bin. Zuerst habe ich einfach 2 Teile miteinander verbunden. Ich habe immer 5 Perlen genommen. Dann habe ich die Angelschnur abgeschnitten und das gleiche auf der anderen Seite gemacht. Dann habe ich das Ei durchgeführt und die Angelschnur zusammengezogen. Jetzt kann ich ganz einfach unten verbinden. Ich muss noch 2 solche Reihen machen und oben. Oben fehlen mir auch 2 Reihen. Ich würde sagen, das ist die einfachste Methode, um 2 Teile miteinander zu verbinden, weil früher habe ich anders gemacht. Ich habe zum Beispiel von hier angefangen und so weiter gemacht. Das war viel komplizierter als das, weil man immer verschiedene Anzahl von Perlen braucht. Jetzt bin ich mit dem Ei fertig. So sieht es am Ende aus. Von oben, von Seiten.
Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt alles in die Kommentare. Und vielen Dank für das Zuschauen.